Tata! Und da sind wir mal wieder. Ja, willkommen zur sechsten Sendung von ABG Info on Air. Ja, wir haben heute die Woche vom 30. Mai bis 5. Juni. Es ist schon krass, wie die Zeit vergeht. Ja, leider habe ich im Moment kein DSL, deswegen wird die Sendung wahrscheinlich auch etwas später online gehen. Schauen wir mal. Ja, das ist immer ärgerlich. Hätte ich sie nur am Donnerstag produziert und nicht wie jetzt am Freitag. Aber schauen wir mal. Ich bin immer guter Dinge. Ja, nach meinem Sport vor uns und diesen schönen Tagesanfang. Draußen ist es etwas windig. Ab und zu regnet es. Aber es ist ja noch nicht Sommer. Wir haben ja immer noch Frühling. Oder Frühjahr besser gesagt. Ja. Gut. Dann starten wir mal in die Sendung. Ja? Okay. Jetzt das Intro von Trends in Dark. It's the summer highlight. Ja, was gibt's heute so zu berichten? Ja, ich habe viele schöne Dinge für euch aus dem Bereich Sport, Kultur und Freizeit. Ja, der Polizeibericht ist wieder dabei und auch natürlich die aktuellen Informationen aus Altenburg und dem Altenburger Land. Das alles hier bei ABG Info on Air. Wissen, was abgeht. Hier auch schon mal ein kleiner Informationstipp. So, dann muss ich mir mal kurz das Flugblatt hier nehmen. Und zwar morgen am 4. Juni ist Kindertag in der Uferburg. Das ist der Wettinerhof zu Altenburg in der Johannes-Sebastian-Bach-Straße. Und ja, das wird ein Mittelalter-Kindertag. Und ich denke mal, es ist eine ganz interessante Sache. Das beginnt 13:30 Uhr und endet 19 Uhr. Das soweit. Dann fangen wir mal an mit den aktuellen Informationen aus Altenburg. Ja, und da haben wir gleich mal Informationen der Straßenverkehrsbehörde. Seit dem Dienstag, den 31.05., werden die Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt zur Verlegung von Trinkwasserleitungen in der Hempelstraße fortgesetzt. Vom Baufeld ist betroffen die Hempelstraße ab Meißnerstraße bis zum Ende der Hempelstraße, einschließlich der Kreuzung Wielandstraße. Die Arbeiten müssen unter Vollsperrung durchgeführt werden. Die Anlieger der Wielandstraße zwischen Tümmelstraße und Hempelstraße können nur über die Tümmelstraße zu- und abfahren. Im betroffenen Baubereich werden auch wieder Halteverbote eingerichtet. Die Arbeiten sollen noch bis voraussichtlich 1.7. andauern. Und wir haben mal wieder eine Meldung aus dem Schloss. Es gibt eine großzügige Spende für die fotografische Sammlung. Das Engagement der Stifter und Zustifter der Bürgerstiftung Altenburger Land und der Mitglieder des Altenburger Schlossvereins trägt erneut Früchte. Dem Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg wurde für sein Digitalisierungsprojekt eine Spende in Höhe von 6.000 Euro zur Verfügung gestellt. Jeweils 3.000 Euro von der Stiftung und 3.000 Euro von dem Schlossverein. Mit dem Ziel, die umfangreiche fotografische Sammlung des Schloss- und Spielkartenmuseums zugänglich zu machen, wurde mit der Deutschen Fotothek der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, welche es ermöglicht, die Sammlung umfangreich darzustellen. Mit dem Beginn der Aufnahme in die Datenbank der Deutschen Fotothek erfolgt gleichzeitig die Veröffentlichung in den Datenbanken der Deutschen Digitalen Bibliothek und der Europeana. Und wer von euch erinnert sich denn noch an die 1000-Jahr-Feier in Altenburg 1976? Es werden wohl die wenigsten sein. Ja, und zwar ist jetzt Foto- und Filmmaterial aufgetaucht. Eigentlich sollte es nur eine dem Altenburger Jazzclub versprochene Recherche im Stadtarchiv nach eventuell vorhandenen Zeitdokumenten über die Randale der berühmt-berüchtigten Gammler-Gruppe zur 1000-Jahr-Feier sein, die 1976 in Altenburg stattgefunden hat. Doch dann stießen die Mitarbeiter des Sachgebietes Kulturmanagement auf hunderte Fotos in bester Schwarz-Weiß-Qualität vom damaligen Fest, der Superlative. Eines natürlich schöner und aussagekräftiger und interessanter als das andere. Das Kulturmanagement schließt sich der etwas schrägen Idee des Jazzclubs an,
auf das 40-jährige Jubiläum der 1000-Jahr-Feier aufmerksam zu machen und bereitet eine Ausstellung mit diesen Fotos vor. Diese Fotos sollen jetzt die Altenburger zu sehen bekommen, und zwar wurden die alle angefertigt vom Bildreporter Gerhard Grauert, an dem damals kein Ereignis der Stadt fotografisch vorbeikam. Die Eröffnung der Ausstellung findet im Rahmen der Museumsnacht am 11.06. in Altenburg statt, und zwar 18 Uhr im Teehaus. Ja, und man kann dann die Ausstellung mit dem Ticket der Museumsnacht bis gegen 24 Uhr besichtigen. Ja, und wer es zur Museumsnacht nicht schafft, der hat dann die Gelegenheit, vom 12. bis 19. Juni im Teehaus vorbeizuschauen, und zwar jeweils von 10 bis 17 Uhr. Die Eintrittsgelder kosten dann 3 Euro, ermäßigt 2 Euro und kommen dem Teehaus Altenburg Förderverein zugute. Eine Kindergruppe aus dem Spatzennest besuchte übrigens auch den Oberbürgermeister Michael Wolf. Der nahm sich ein wenig Zeit, um ihnen sein Arbeitszimmer zu zeigen und aus dem Alltag eines Bürgermeisters zu berichten. Die Vorschulkinder hatten sich gut vorbereitet und löcherten das Stadtoberhaupt mit allerlei Fragen. Zum Abschluss ihrer Stippvisite sangen die aufgeweckten Steppkes ein Lied und überreichten den Oberbürgermeister ein selbstgemaltes Bild, das unter anderem die roten Spitzen zeigt. Und ich kann berichten, der Herr Wolf hat sich wirklich gefreut, auch im Rahmen unserer Presserunde. Ja, und was können wir denn für diese Woche noch berichten? Die Verkehrsführung auf dem Markt hat sich geändert. Und zwar soll das eine Maßnahme zur Innenstadtbelebung werden. Seit Donnerstag dieser Woche gilt eine neue Verkehrsführung auf dem Markt. Es ist nun möglich, die Parkplätze auf der oberen Markthälfte sowohl aus Richtung Moritzstraße als auch aus Richtung Weibermarkt anzusteuern. Mit der Änderung der Verkehrsführung wird ein Stadtratsbeschluss vom Februar dieses Jahres in Kraft gesetzt. Der Ziel des Beschlusses ist es, einen Beitrag zur Belebung und Attraktivitätssteigerung der Altenburger Innenstadt zu leisten. Die Parkplätze auf der oberen Markthälfte sind nun besser erreichbar, es wird aber keinen Durchgangsverkehr geben. Die Ausfahrt vom Parkplatz ist nur in Richtung Hüdengasse, Klostergasse und bei der Brüderkirche möglich. Also Leute, merken. Die Fußgängerzone beginnt jetzt am Rathaus und umfasst die Sporenstraße, Marktgasse, Topfgasse, Kronengasse und Baderei. Am Dienstag haben Sportler des Athletenclub Altenburg vom OSV e.V. zusammen mit Mitarbeitern des Eigenbetrieb Residenzschloss in der Stadt Altenburg beim Transport einer Druckerpresse für die neue Kartenmacherwerkstatt geholfen. Das war wirklich eine spektakuläre Aktion, die ich per Fotoapparat begleiten durfte. Fotos seht ihr dann auch auf der Athletenclub Facebook-Seite, den Link dazu in den Shownotizen. Und die findet ihr unter www.abg-info.de/show6. Übrigens, die Kartenmacherwerkstatt wird am 19.06. auf dem Schloss mit einem Druckfest eröffnet. So, kommen wir nun zu Verkehrsmeldungen und Sperrungen. Die Piererstraße ist am Montag, den 6.06. gesperrt. Grund ist eine Kranstellung in Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 3. Ja, und die Teichstraße ist übrigens auch mal wieder gesperrt, und zwar wegen einer Kranstellung und Anlieferung von Betonteilen am 7.06. Die Vollsperrung erfolgt den ganzen Tag über. So, und was jetzt einige nicht gefallen wird, das ist, auch die Leipziger Straße wird gesperrt. Im Zuge des Baufortschrittes zur Verlegung neuer Trinkwasserleitung in der Leipziger Straße wird diese ab Montag, den 6. Juni, ab 7 Uhr vollständig gesperrt. Die Vollsperrung umfasst den Bereich vom Nettoverbrauchermarkt bis zur Einfahrt zur Wohnsiedlung am Wolfenholz und wird voraussichtlich bis zum 18. Juni andauern. Ebenfalls von der Sperrung betroffen ist die Zufahrt zu den Wohnblöcken Leipziger Straße 36 bis 38d. Die Leipziger Straße im Abschnitt zwischen Beethovenstraße und Nettomarkt wird zur Sackgasse. Der Verbrauchermarkt ist aus dieser Richtung anfahrbar, also aus Richtung Beethovenstraße. Die Zufahrt zur Wohnsiedlung am Wolfenholz ist nur aus Richtung Kauendorfer Allee möglich. Die Umleitung führt über die Kauendorfer Allee, Offenburger Allee und Wettiner Straße. Für LKW, die höher als 3,70 sind, das betrifft übrigens die Bahnunterführung Leipziger Straße unten, ist die Umleitung wie bisher ausgeschildert. Fußgänger werden an der Arbeitsstelle vorbeigeleitet. Und hier auch schon mal ein kleiner Hinweis auf nächste Woche Samstag, den 11.06. Hier kommt es auch zu Straßensperrungen aufgrund des Gartstadt-Marathons. Ja, und zwar bereits am Freitag, den 10. Juni, wird der Parkplatz am Markt ab 11 Uhr aufgrund der Aufbauarbeiten gesperrt sein. Ab 10 Uhr ist dort dann das Parken nicht mehr möglich. Am Samstag, den 11. Juni, werden ab 7 Uhr
für die Zeit der Veranstaltung ca. bis 16 Uhr folgende Straßen für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Es wäre der Markt, Weibermarkt, Topfmarkt, Klostergasse Ost, Waldstraße, Ringstraße hinter der Waage, Kesselgasse, Spornstraße. Und es kommt auch zu weiteren Sperrungen und Behinderungen im gesamten Stadtgebiet. Dazu dann aber nächste Woche mehr. So, das waren nun die aktuellen Berichte aus Altenburg inklusive Verkehr. Tun wir uns jetzt mal dem Altenburger Land zuwenden. Was gibt es denn da so zu berichten? Schauen wir mal. Ja, und zwar geht es da um die Standortanalyse am Schmöllner Gymnasium. Experten favorisieren Standort Helmholtzstraße. Das Roman-Herzog-Gymnasium in Schmölln ist im aktuellen Schulnetzplan des Landkreises Altenburger Land 2014 bis 2019 fest verankert. Mit den zwei Schulteilen und der Entfernung zwischen diesen beiden Standorten von ca. 1,5 Kilometern unterliegt das Gymnasium großen Herausforderungen, die in Bezug auf einen geregelten Schulablauf zu erheblichen Mehrbelastungen sowie zu organisatorischen Herausforderungen für alle Beteiligten führen. In einer gemeinsamen Beratung am 17. Mai mit Landrätin Michaele Seuka, Bürgermeister Sven Schrade, der Bauverwaltung des Landkreises und der Schulleitung des Gymnasiums wurde durch das beauftragte Architektur- und Ingenieurbüro Wittich Hegenbart aus Schmölln die erarbeitete Studie inhaltlich allen Beteiligten vorgestellt. Alle Vor- und Nachteile der beiden untersuchten Schulteile wurden erläutert und begründet. In Abwägung aller zusammengefassten Ergebnisse wurde durch die Beteiligten der Standort Helmholtzstraße 18 als gemeinsamer Schulstandort favorisiert. Die endgültige Entscheidung obliegt nun dem Votum der Ausschuss- und Kreistagsmitglieder in den Ausschusssitzungen Ende Mai und im Kreistag am 1. Juni. Den kompletten Artikel könnt ihr unter dem Link in den Shownotizen nachlesen. Ja, und der Link zu den Shownotizen wäre www.abg-info.de/show6. Weiter geht's. Und zwar, Verkehrsminister Dobrindt übergibt Wirtschaftsförderer Schlegel einen Zuwendungsbescheid über 50.000 Euro. Und zwar für Planungsleistungen zum Breitbandausbau. Diese Woche reiste der Wirtschaftsförderer des Altenburger Landes, Wolfram Schlegel, gemeinsam mit WTC-Geschäftsführer Heinz Teichmann nach Berlin. Dort übergab ihnen Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt einen Zuwendungsbescheid über 50.000 Euro für Planungsleistungen zum Breitbandausbau im Altenburger Land. Mit dem Geld können nun Ausbauprojekte für schnelleres Internet in unserer Region geplant werden, so Schlegel. Konkret heißt das, dass wir in den kommenden Wochen Beratungsleistungen in Form einer landkreisweiten Studie ausschreiben, in der ermittelt werden soll, wo genau in Altenburger Land welcher Bedarf zur großflächigen Versorgung mit schnellem Internet besteht. Ja, und diese Studie ist ein wichtiger Schritt für einen flächendeckenden Breitbandausbau im Landkreis Altenburger Land. Schauen wir mal, wie sich die Sache entwickelt. Ich kann sagen, ich bin mit meiner 16.000er Leitung zufrieden. Was will man mehr? Wir sind ja hier nicht die NSA. Ja, und weiter geht's mit einer Pressemitteilung des Klinikum Altenburger Lanz zum Teddy-Krankenhaus am 4. Juni. Am Samstag, dem 4. Juni von 9 bis 12 Uhr sind alle Kinder im Vorschulalter herzlich in die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin eingeladen. Das Teddy-Krankenhaus öffnet wieder für alle seine Pforten, auch für die Geschwister, für die Eltern und die Großeltern, sowie alle anderen, die sich informieren wollen. Die Klinik bietet an diesem Tag vielfältige Möglichkeiten des Kennenlernens an. Zum Beispiel gibt das Teddy-Krankenhaus den Kindern Einblick in die Abläufe auf der Kinderstation und der neugeborenen Intensivstation. Gewährt wird ebenfalls ein Blick in den Brutkasten. Auch der Ultraschall wird erklärt und ja, es wird eingeladen, sich in einen echten Krankenwagen umzusehen. Soweit nun die Nachrichten aus der Rubrik Aktuelles aus dem Altenburger Land. Kommen wir nun zum Sport. Da haben wir auch wieder zwei interessante Meldungen für euch. Und zwar zum einen, die Sportschützen waren mal wieder aktiv. Thüringer Landespokale gehen nach Ostthüringen. Die Sportschützen treffen auf Rekordniveau. Rolf Kummer stellt Landesrekord ein. Und das Ganze in Elxleben. Am vergangenen Wochenende fanden im thüringischen Elxleben Landespokalwettkämpfe mit dem Kleinkalibergewehr statt. Vier der begehrten Trophäen gingen ins Altenburger Land. Rainer Rüffler vom SV Lucca holte bei den Senioren B in der Disziplin stehend aufgelegt mit 244 Ringen die Silbermedaille. Sein Vereinskollege Wolfgang Schuhknecht schoss bei den Senioren C
in der gleichen Disziplin in jedem der drei Durchgänge 97 Ringe und siegte mit beachtlichen 291 Ringen. Die Liegendisziplin wurde von der PSG Meuselwitz dominiert. Bei den Damen überzeugte Kathleen Schumann mit 293 Ringen. Mit ganzen 9 Ringen Vorsprung zur Zweitplatzierten sicherte sie sich den ersten Platz und somit auch den Pokal. Rolf Kummer war bei den Senioren C mit 294 Ringen nicht nur siegreich, sondern stellte zudem den Thüringer Landesrekord in seiner Altersklasse ein. Ja, auch von ABG Info Respekt und herzlichen Glückwunsch. Kommen wir nun zum Fußball und zwar zum ZFC Meuselwitz. Ja, und da heißt die Nachricht: Ausrüster Hummel wird Partner des ZFC Meuselwitz. Ab der neuen Spielsaison wird der Regionalligist ZFC Meuselwitz seine Spiele mit den Trikots und Bällen der Marke Hummel bestreiten und auch die weitere Vereinskleidung durch Artikel dieser Marke ersetzen. Beginnend mit den beiden Männerteams werden Zug um Zug auch alle weiteren Mannschaften des Vereins mit Hummel-Textilien ausgestattet. Die Zusammenarbeit läuft vorerst über die nächsten 3 Spieljahre. Ja, wollt ihr mehr Informationen vom Sport? Dann geht einfach auf www.abg-info.de und dann die Rubrik Sport. Ja, und hier auch nochmal ein Aufruf an alle Vereine. Schickt uns eure Spielberichte und aktuellen Informationen einfach per Mail zu. It's the summer highlight. Und nach dem Intro nun für euch ausgesuchte Polizeimeldungen aus dem Altenburger Land, wie immer präsentiert von Fahren Fetzt, eurer Fahrschule im Altenburger Land. Kommen wir zu den ersten Meldungen. Ja, Sachbeschädigung am Busbahnhof. Zu einer Sachbeschädigung kam es am 31.05. in der Zeit zwischen 0.15 Uhr und 2.15 Uhr in Altenburg in der Wettiner Straße auf dem dortigen Busbahnhof. Durch bislang unbekannte Täter wurden an den Bussteigen 1 und 5 Scheiben eingeworfen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der PI Altenburger Land unter Telefon 03447 4710 zu melden. So, schauen wir mal, was es noch so Schönes gibt, nämlich Trunkenheiten im Straßenverkehr. Ja, das fällt gerade jetzt in dieser Zeit wieder viel auf, dass sowas ziemlich oft vorkommt. Ja. Bei verschiedenen Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Altenburg konnten am 30.05. verschiedene Verkehrsteilnehmer kontrolliert werden, die unter Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen haben. So konnte gegen 16.10 Uhr in der Gerhard-Hauptmann-Straße bei einem 45-jährigen Pkw-VW-Fahrer ein Atemalkoholwert von 1,81 Promille festgestellt werden. Ein 26-jähriger Pkw-Opel-Fahrer wurde gegen 17.50 Uhr in der Teilstraße und ein 35-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrates Schwalbe gegen 13.10 Uhr der Heinrich-Heine-Straße kontrolliert. Bei beiden verliefen die Tests auf Betäubungsmittel positiv. Bei allen 3 Fahrzeugführern wurden Blutentnahmen durchgeführt und die entsprechenden Anzeigen gefertigt. Bei dem Fahrer der Schwalbe kommt übrigens erschwerend hinzu, dass er keine Fahrerlaubnis besessen hat. Ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Immer wieder erstaunlich, was so Leute mitgehen lassen und klauen. Ja, Diebstahl einer Schutzhütte in Lucca. Im Zeitraum vom 20.05. bis 24.05. wurde eine Schutzhütte für Waldarbeiter samt Inhalt aus dem Luccaer Forst entwendet. Diese war auf einen fahrbaren Anhänger montiert. Die unbekannten Täter haben offensichtlich den Anhänger an einem Fahrzeug angekoppelt und sind weggefahren. Im Anhänger selbst befanden sich noch Werkzeuge und Absperrschilder. Es entstand erheblicher Schaden. Wer Hinweise zur Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der PI Altenburger Land unter 03447 4710. Und auch ein Fahrrad wurde mal wieder gestohlen. Im Zeitraum vom 28.05. bis 29.05. wurde das Fahrrad einer 20-jährigen albanischen Asylbewerberin entwendet. Sie stellte das Fahrrad, welches sie von der Diakonie kostenlos überlassen bekommen hat, unverschlossen im Kellerflur eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Dix-Straße ab. Von dort wurde es durch unbekannte Täter entwendet. Das Fahrrad der Marke Senator hatte die Farben grau-rot. Wer auch hier Hinweise geben kann, ruft dann bitte auch die PI Altenburger Land unter 03447 4710 an. Ja, und ganz frisch eben gerade erst reingekommen, Dieb auf frischer Tat gestellt.
Am gestrigen Tag, dem 2.6., 12.10 Uhr, entwendete ein 36-Jähriger zwei Goldketten aus einem Juweliergeschäft am Rossplan. Zivilbeamte der Polizei, die sich gerade vor Ort befanden, bemerkten den Sachverhalt. Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Kornmarkt. Die Beamten gaben sich als Polizei zu erkennen und forderten den Täter auf, stehen zu bleiben. Dieser setzte jedoch seine Flucht fort. An einer Treppe übersah er offensichtlich eine Treppenstufe und stürzte. Dort konnte er gestellt und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung konnten die zwei Goldketten, eine Halterung für die Ketten sowie eine schwarze Sturmhaube aufgefunden werden. Bei dem Sturz zog sich der Täter übrigens einen Beinbruch zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Ja, und ebenfalls in Nobitz wurde ein Ladendieb gestellt. Am 2.6. wurde durch einen Mitarbeiter des Verbrauchermarktes Aldi in der Altenburger Straße ein Ladendieb gestellt. Ein 31-jähriger georgischer Bürger wollte mit Nahrungs- und Genussmitteln im Wert von 49,75 ohne zu bezahlen den Markt verlassen. Hierbei wurde er durch den Mitarbeiter festgehalten. Nach Feststellung der Identität konnte er seinen Weg fortsetzen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Und die letzte Meldung für heute vom Polizeibericht ist eine Unfallmeldung vom gestrigen Tag. In Treben überschlug sich ein PKW. Zu einem Verkehrsunfall kam es am 2.6. um 11.15 Uhr auf der B93. Eine 34-jährige Fahrerin eines PKW fort, bevor die B93 in Richtung Treben. In einer Linkskurve vor der Ortslage Primmelwitz hatte die Fahrerin eine kurze gesundheitliche Beeinträchtigung und sie kam daher auf die linke Fahrspur. Um nicht mit dem Gegenverkehr zusammenzustoßen, verriss die Fahrerin das Lenkrad und fuhr in der Folge in das Feld auf der rechten Fahrbahnseite. Dort überschlug sich das Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde die 34-Jährige schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden und es musste daher abgeschleppt werden. Ein im Fahrzeug befindlicher Hund wurde bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt. Weitere Polizeimeldungen könnt ihr unter www.abginfo.de in der Rubrik Aktuelle Polizeinews nachlesen. Kommen wir nun langsam zum Ende dieser Sendung. Ja, wir haben es jetzt schon 17.12 Uhr. Ich hatte ja, wie am Anfang schon berichtet, heute kein Internet und das ging bis 15 Uhr rum. Ja, und jetzt die Veranstaltungstipps für Altenburg und das Altenburger Land. Wollt ihr eure Veranstaltung vielen Menschen publik machen, so sendet uns eure Veranstaltungsdaten einfach per Mail zu. Die E-Mail-Adresse findet ihr auf unserer Webseite oder ich nenne sie euch jetzt nochmal. info@abg-info.de. Als allererstes eine Info aus dem Sachs-Schmölln. Heute findet die 1-Euro-Night statt. Heute feiert ihr übrigens richtig günstig. Mit Facebook-Zusage zahlt ihr bis 23 Uhr nur 1 Euro Eintritt. Außerdem gibt es viele verschiedene Getränke für nur 1 Euro. Getanzt wird pünktlich ab 22 Uhr und zwar mit dem DJ Max. Die Evangelische Lukas-Stiftung Altenburg lädt zu ihrem diesjährigen Jahresfest ein. Und zwar am morgigen 4. Juni in der Zeitzer Straße 28 in Altenburg. Ein wie immer prall gefülltes Programm für Groß und Klein verspricht Frank Böning, seines Zeichens Vorsitzender der Stiftung. Um 12.30 Uhr beginnt das große Rahmenprogramm für die ganze Familie. Ja, und jetzt nochmal kurz zur Info für euch, morgen auch im Klinikum Altenburger Land. Willkommen im Teddy-Krankenhaus. Ja, und morgen findet übrigens in Altenburg der Mittelalter-Kindertag in der Uferburg statt. Das ist der Wettiner Hof in der Johannes-Sebastian-Bach-Straße. Kinder und Erwachsene können sich auf Spiele wie aus alter Zeit freuen. Gaukler, Feuerspucker, Mittelalter-Quiz, Ritterschaukampf, Puppentheater, Ponyreiten, Essen am Feuer und vieles mehr erwartet euch. Der Eintritt ist frei und dieser Kindertag wird übrigens präsentiert vom Bürgerforum Altenburger Land. Ja, nun sind wir so langsam am Schluss. Ich glaube, die Sendung ist auch etwas kürzer, wenn ich mich nicht täusche. Ja, und bevor ich es vergesse, das Déjà-vu in Südost sucht Verstärkung im Servicebereich in Vollzeit. Meldet euch einfach per Mail, telefonisch oder auch persönlich dort. Und wie gesagt, die Links zu den kompletten Nachrichten findet ihr in den Shownotizen. Der Link zu den Shownotizen lautet www.abg-info.de/show6. Und ja, als letzte Information heute für euch habe ich noch einen Bericht von der Schwimmhalle. Und zwar gibt es da geänderte Öffnungszeiten. Montag ist ab jetzt geschlossen, genauso wie sonntags. Dienstag
Bis Samstag ist dann nur noch auf von 6 bis 8 Uhr. Der Schulschwimmunterricht bleibt unverändert und zu allen anderen Zeiten ist die Schwimmhalle geschlossen. Und da ja nun fast Sommer ist, könnt ihr auch das Freibad besuchen. Vom 1. bis 10. Juni ist das Freibad von 12 bis 19 Uhr geöffnet und ab 11. Juni dann von 8 Uhr bis 20 Uhr. Und nun wären wir am Ende. Genießt die Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Und denkt immer schön dran, auf abg-info.de findet ihr auch andere interessante Sachen, unter anderem Speisepläne für die Woche oder auch Informationen zu Kindergärten und Schulen. Ja, und unter den Schulnotizen könnt ihr uns einen Kommentar hinterlassen. Schreibt uns einfach, wie ihr die Sendung findet, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt, was wir noch reinnehmen können. Den Link nochmal für euch, www.abg-info.de/show6. Ihr seht mich dann am Wochenende morgen in der Uferburg zum Fotos machen. Alles klar, bis denne, euer Uni. It's the summer highlight.